So, da bin ich wieder zurück. Ich habe gerade auf die Schnelle das Spiel gespeichert und ach, der Regen hat gerade im richtigen Moment aufgehört. Alter, der Regen, der hat die Frames ja mal richtig runtergezogen. Scheiße, ich kann mir hier nicht meine geplante... Jetzt hält's. Alter, wieso leckt das hier denn gerade so extrem? Was ist denn hier los bei dem Schiff? Alter, ich habe gerade einen Frame. What the fuck? Irgendwas stimmt hier gerade gewaltig nicht. Ich mache nochmal eine Aufnahmepause. Es hilft nichts. So, da bin ich wieder zurück bei Stranded Deep. Ich habe die Grafik mal ein bisschen runtergestellt. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran lag. Ich habe das Spiel einmal komplett neu gestartet und die Grafik runtergestellt. Und, oh, ein Stein. Den nehme ich doch gerne mal mit. Den nehme ich erstmal gleich auf unseren Haufen. Es ist doch alles da. Das Speichern hat wunderbar funktioniert, wie ich sehe. Mal gucken, ist bei unserem Boot auch noch alles drin? Wunderbar, es hat alles perfekt funktioniert. So, ich hoffe jetzt kommt nicht schon wieder so ein Mega-Monster-Lag. Ich werde jetzt mal versuchen, hier hochzugehen. Und, jawohl, es hat funktioniert. Haha, tja, Meister Blub war an Werk. Wenn ich mir keine Treppe bauen kann, dann mache ich mir halt selbst eine. So, und hepp. So, wollen wir doch mal gucken. Ist hier irgendwas zu looten? Können wir noch nach oben? Da drin ist auf jeden Fall was. Also unter Deck und an Deck ist nichts. Ich guck mal, ob hier oben drauf was ist. Da ist eine Leiter, aber die Leiter kann ich nicht benutzen. Da oben drauf ist die Kiste. Alter, wie fies ist das denn? Wollt ihr mich verarschen? Wie soll ich denn da hochkommen? Wie soll ich denn... Man kann auch keine Leitern benutzen, oder? Oder kann man schon Leitern benutzen? Nein, man kann auch keine Leitern benutzen. Hi, verpiss dich. Was willst du von mir? Geh doch die Wale jagen. Die sind neu, die hat man noch nicht gesehen. Jag doch die Wale. Geh mir hier nicht auf die Eier, ey. Scheiße, wie komme ich jetzt da oben hoch? Okay, ich gehe erstmal hier rein. Lol. Ich gehe erstmal hier rein. Wow. Engine? Erstmal die Engine mitnehmen von dem Schiff. Ist hier noch was drin? Ne, nur die Engine. Erstmal die Engine mitnehmen. Auch nicht schlecht. So, mal gucken, was haben wir hier noch drin? Eine Wasserflasche. Nein, nicht kaputt machen. Aufnehmen. Aber geil, sehr gut. So, was haben wir hier noch drin? Wow, Hallöchen, Freunde. Eine Machete. Wuhu. Und eine Flare, die nehmen wir auch gerne mit. So, 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 so. So, warte mal, ich lege mal gerade die Flare, die liegt gerade hier auf dem Boden. Was haben wir hier noch? Eine Jerrycan! Oh mein Gott, ey! Wow! Wow, 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 wow! Okay, die Flare lasse ich gerade mal hier liegen. Sehr gut. Und hepp. So, wo sammeln wir den ganzen Kram denn mal? Ich würde mal sagen, in unserem Boot oder so. Nee, nachher die spawnt da irgendwas. Ich würde mal sagen, das legen wir hier irgendwie neben unser Bett oder so. Hier auf den Stein vielleicht. Okay, wir haben eine Jerrycan. Ja, Moment, die soll jetzt nicht im Stein liegen, die soll schon davor liegen. So, wir haben hier eine Jerrycan. Wir haben hier Engine Parts. So, sehr gut. Die Wasserflasche lege ich mal auch hier hin. Jerrycan Engine Parts, was ist das denn, ey? Und eine Machete. So, die Frage ist, wie komme ich da hoch zur Kiste?
Ich habe eine Idee. Hatten wir hier nicht noch einen Lock? Da, da war noch ein Lock. Komm mal mit. Was einmal geklappt hat, könnte ja vielleicht doch noch ein zweites Mal klappen. Ich weiß es nicht. Ich nehme auf jeden Fall den Lock mit. Warte mal, ich stemme den Lock mal hier so, so gegen die Wand. So irgendwie. Warte mal, kann ich den da irgendwie... Alter. Jawohl! Alter! Habt ihr das gesehen? Wie ich ihn da hoch geworfen habe. Sehr gut. Das hat wieder super funktioniert. Ah, guck mal. So, hier sind wir... Moment, hier sind wir noch nicht fertig. Die Flare nehme ich mit. Aber wie geil hat sich das denn bitte gelohnt? So, Lock. Alter, bin ich gut oder bin ich gut? So. Okay, ich muss mich da nur ein bisschen draufstellen können. Verdammt, warte. Nein, ich will da... Ja, scheiße, ey. Warte, das funktioniert noch nicht so ganz. Verdammt. Und... Scheiße. Ich sehe da auch nichts drin. Warte mal, kommt man da von der anderen Seite vielleicht besser hoch? Wenn ich hier den Lock hinlegen würde. Ja, ich glaube, da kann man besser hochspringen. Jetzt ist gerade schon wieder Nacht. So, Moment. Wir legen den Lockbar hier hin und... Jawohl! Oh, Alter! Oh, bin ich... Oh, bin ich awesome oder bin ich awesome? Eine Flashlight! Können wir noch was mitnehmen? Ja, sicher! Okay. Hoffentlich verletze ich mich jetzt. Ich wollte nicht springen, aber ich bin auf dem Baumstamm gelandet. Sehr gut. So, den Baumstamm. Den schmeißen wir wieder runter. Sehr gut. Sehr gut. So, den Baumstamm lasse ich da mal so liegen. Wer weiß, wann wir die Treppe nochmal gebrauchen können. So, du kommst einmal mit. Dich nehmen wir mit. Boah, wie geil ist das denn? Wie geil haben wir dieses Schiff denn bitte gelootet? Eine Flashlight, eine Flare. Die Flare lege ich mal hier mit zu. Die Flare brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Hi, willst du was aufs Maul haben, oder was? So, was ich mal mache. Ich nehme mal gerade 4 Sticks. Das waren nur 3 Sticks. Warte mal, das Ding wollte ich auch gar nicht aufnehmen. Ich wollte doch noch einen Stick aufnehmen. So. Wie geht das nochmal? Warte mal. Also, 2, 3 und 4. Sehr gut. So, können wir gleich das Campfire wieder anmachen. Oh Mann, wie geil ist das denn, ey? Engine Parts, eine Jerrycan, eine Flare, eine Taschenlampe, eine Machete. Alter Vater, was wir für einen geilen Shit hier jetzt alles gefunden haben. Eine Wasserflasche natürlich auch noch. So, ich würde mir erstmal sagen, wir machen uns da Campfire wieder an. Oh, wie geht's uns denn? Ja, Hunger, Durst haben wir mal wieder. Wisst ihr was? Ich habe noch nie aus einer Wasserflasche getrunken. Wir haben es jetzt ja. Wir haben es jetzt ja. Ich trinke da jetzt mal draus. Ist jetzt noch was drin? Ich hoffe mal. Ich lege die mal wieder dahin. Ja, wir haben jetzt echt nur noch Hunger. Tja, was gibt's denn zu Happa Happa hier? Kokosnüsse würden sich natürlich anbieten. Da haben wir ja einige von. Da müssen wir mal mit unserem Messer hier ein bisschen rangehen. So, na komm. Sehr gut. So, zerlegen wir die zweite hier auch noch. Sehr gut. Und zerlegen. Unser Messer sah auch schon mal besser aus.
Wir könnten das Schiff auch irgendwie mit in unsere Basis integrieren vielleicht oder so. Das wäre natürlich auch eine Idee. Ein bisschen Hunger haben wir noch. Ich will mal jetzt gerade mal unsere geile Machete ausprobieren. Und zwar in dieser Potato Plant hier. Bam! Bam! Oh, Hallöchen! So, reicht das schon? Ja, das reicht schon. Sehr gut. Haben wir sogar noch 2 Kartoffeln auf Lager. Alter, wie geil, eine Machete. Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal pennen. Warte, wie gehen wir pennen? So gehen wir pennen. Oh, Sonnenaufgang und wir haben Hunger und Durst. Ah, erst mal ein bisschen was trinken, ey. Einmal noch 2 Kartoffeln hier. Können only sleep at night, ich will Kartoffeln essen. So. Kann man mit einer Machete nicht auch die ganze Kokosnüsse bearbeiten? Bam. Bam. Oh ja. Aber sowas von kann man das. Sehr gut. So, Machete, dann zeig mal, was du drauf hast. Sehr gut. So, wir haben immer noch ein bisschen Hunger. Dann würde ich sagen, essen wir doch mal diese Potatoes hier. Und wieder voll. Sehr gut. Wo mag unser Schwager sein? Soll ich ihn überhaupt suchen? Soll ich mich hier nicht einfach in Ruhe und Frieden aufbauen? Was ist das denn da eigentlich? Oh, hier ist nur ein Stick. Kann ich mal mitnehmen. Hier scheint ja ab und an doch was zu spawnen. Ich guck gerade noch mal. Vielleicht ein Steinchen noch oder so. Hier sind Kokosnüsse. Noch mehr Kokosnüsse. Okay. Hier haben wir unseren Riesenhaufen. Einfach nur. Hier die beiden Potatoes, die lege ich mal hier so neben. Einfach in Dreck werfen hier. Ach, schön aufeinander gestapelt, wie es sich gehört. Den Hammer, den lege ich mal auch hier hin. Den brauchen wir jetzt ja nicht, wenn wir wirklich jetzt erstmal tauchen gehen. Unser Messer lege ich aber auch neben. Messer. Du sollst da nicht irgendwie rumbacken, du sollst einfach nur hier liegen bleiben. Was macht es da? Ich nehme es lieber mit. Flashlight. Flashlight ist natürlich auch nicht schlecht. Brauchen wir jetzt aber gerade auch nicht unbedingt. Die lege ich mal auch dahin. Wow, 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 wow. Hallo, hallo, hallo. Wasserflasche. Du bleibst hier. Alter, wie hier alles irgendwie wegrollt. Alter, Wasserflasche, willst du mich verarschen? Du bleibst einfach hier liegen. Kann doch nicht so schwer sein. Das gibt's doch nicht. Okay, wir müssen uns irgendwas überlegen, wie die Sachen... Wir müssen uns irgendwas überlegen, wie die Sachen hier nicht mehr so megamäßig wegrollen oder so. Na, wo soll's denn hingehen? Ja, bleib am Feuer liegen. Soll mir recht sein. Ja, das müsste ich auch einfach irgendwo hinschmeißen. Alter, was soll das? Wieso macht es das? Wieso macht es das?
Ach, wisst ihr was, leckt mich doch am Arsch. So, wollen wir mal gucken, was wir da haben. So, ein Hai kann ich gerade nirgendwo ausmachen. Da hinten habe ich gerade was gesehen. Das könnte auch ein Wal gewesen sein. Hier ist tatsächlich was. Ein Pocket Knife. Wow. Wow. Den Effekt gab es aber letztes Mal auch noch nicht, oder? Ein Pocket Knife. Ansonsten ist hier nichts, ne? Okay, dann schwimmen wir mal zurück. Na komm, sprinte nicht, dass jetzt noch ein Hai kommt. Die Wassereffekte sehen zwar noch ein bisschen pixelig aus und noch ein bisschen federhaft, auch so von der Farbe her, aber schon mal sehr geil. Sehr, sehr geil. Tja, zwei Schiffswracks, zweimal was gelootet. Ach ja, was ich noch machen wollte, ich wollte endlich mal einen Speer machen. Ich habe noch nie Fische gejagt. So, warte mal, wir können uns doch jetzt... nehmen wir brauchen einen... Warte mal. Den Wok da. Nein. Nicht Lashing. Ich will den Wok da haben. So, den einen klaue ich mir mal. Werfen mal hier hin. Benutze unser gerade entdecktes Pocket Knife. Und werde jetzt diesen Wok mal zerkleinern. Sehr gut. Jetzt haben wir nämlich zwei Wok Shards. Und aus diesen spitzen Dingern. Die ich jetzt mal hier so nebenwerfen werde. Ja, können wir uns ja auch so ein eigenes Messer machen. Aber ich hätte gerne einen Speer. Nein, das will ich nicht aufnehmen. Ich will einen Speer aufnehmen. Gib mir meinen Speer, gib mir meinen Speer, gib mir meinen Speer. Hallöchen. So. Warte mal, da war der Hai, ne? Auf dieser Seite. So. Hä? Hä? Ich glaube, ich muss dafür unter Wasser sein, oder? Ansonsten funktioniert das, glaube ich, nicht. So, hier ist ja gerade niemand. Kein böses Haichen. So, Fischi, 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 Fischi. Da ist ein Fisch. Jawohl! Wie kann ich den jetzt... Ah, so nehme ich den auf. War geil. Ah. Wir haben eine Sardine, oder? Nee, was ist das denn? Doch, eine Sardine. Sehr gut. Oh, du warst nur ein Pixel. Okay. Oh, hier haben wir direkt das große Schiff. Das große, große Schiff. Und hier haben wir noch einen Wok. Also die scheinen ja ab und an einfach mal so zu spawnen, ne? Hab ich ja nichts gegen. Ich meine, so können wir hier noch länger bleiben. Das wird ja, glaube ich, auch ein bisschen kritisiert, dass man viel zu sehr bei den Inseln da hin und her wandern muss und dann irgendwie wegen den Ladefehlern alles wieder verliert und keine Ahnung. Na, nice. Haben wir uns schon mal einen Fisch geholt. So, den Fisch, den... Das Feuer brennt noch, das verbrennt natürlich nicht. Den Fisch, den lege ich mal hier in den Sand. Einfach mal so. Der Stein, der kommt mit da drauf. Den Speer. Tja, was nehme ich jetzt eher mit, wenn ich unter Wasser gehe? Den Speer oder den... Die Machete. Hm. Den Speer macht man so, mit der Machete macht man so. Ich glaube, den Speer lasse ich dann erstmal hier.
So, der kann hier liegen bleiben. Weil ich würde mich dann als nächstes gerne mal mit diesem Wrack da beschäftigen, was da liegt. Warte mal. Irgendwo muss es ja blubbern. Auf jeden Fall, was da unten liegt. Aber das mache ich erst in der nächsten Aufnahmesession. Bis dann. Ciao.